begrüße Sie bei einem neuen FPÖ-TV-Magazin und das sind unsere Themen heute. Die EU verordnet uns den neuen Stromzähler Smart Meter. Dieser sammelt nicht nur viel zu viele Daten, er ist auch für böswillige Hacker leicht zu knacken. Aus dem großartigen Wahlversprechen Gratis Zahnspange wurde eine Schmalspur-Variante mit noch vielen offenen Fragen. Der Freiheitliche Parlamentsclub springt helfend ein. Das Schicksal eines Neunjährigen aus Niederösterreich berührt und erfordert Unterstützung für die Familie. Durch sogenannte Smart Meter, das sind digitale Stromablesegeräte, soll es in naher Zukunft möglich sein, Echtzeitinformationen über den Stromverbrauch jedes Einzelnen zu bekommen. Die EU gibt vor, dass bei 80% aller Energiekunden bis 2020 so ein Smart Meter installiert wird. Dadurch sollen Verbraucher zu mehr Sparsamkeit angehalten werden. Diese Umstellung würde aber wenig Nutzen und hohe Kosten bringen. Das sagen mittlerweile die Experten. Die technisch noch nicht ausgereiften Stromzähl-Minicomputer könnten auch mit allgemein verbreiteten Angriffstechniken durch Hacker leicht geknackt werden. Zudem wird über jeden Haushalt ein Verhaltensprofil angelegt. Die Sicherheit von diesen sehr privaten Informationen ist nicht garantiert, so Datenschützer Hans Zeger im FPÖ-TV-Interview. In den kommenden 2 Jahren sollen in Österreich flächendeckend digitale Stromzähler, sogenannte Smart Meter, eingeführt werden. Bis 2019 will man 95% aller Haushalte damit ausstatten. Das beruht auf einer neuen Energieeffizienzrichtlinie der EU. Datenschutz, Kosten, aber auch Sicherheitsbedenken werden von den Kritikern diskutiert. Wir haben mehrere Studien zum Thema Smart Meter gemacht und müssen feststellen, dass das ein höchst unausgereiftes Produkt ist, das eine erhebliche sicherheitstechnische Probleme enthält. Unser Vorschlag und unser Rat ist, dieses Produkt erst einmal ausreifen zu lassen und dann eben den Menschen es freizustellen, ob sie es verwenden wollen oder nicht. Trotz einer Augenverletzung steht uns der freiheitliche Verfassungssprecher Harald Stephan für ein Interview zur Verfügung. Zuerst einmal halte ich das Ganze für eine schreckliche Zwangsbeglückung, wie so vieles, was von der Europäischen Union kommt. Also es wird hier eine Richtlinie ausgegeben und alle Staaten müssen das nachvollziehen. Das Ziel soll eine Verbesserung des Umweltschutzes sein und der Nutzen für den Einzelnen dann noch eine Ersparnis. Unsere Einschätzungen zeigen, dass das nicht der Fall ist, dass also weder in Wahrheit ein echter Umweltschutzgedanke letztendlich damit umgesetzt werden kann, noch dass es eine echte Ersparnis für den einzelnen Bürger ist. Wir rechnen mit 360 Euro pro Haushalt allein für die Installierung dieses Geräts und dann Wartungskosten, die noch nicht abschätzbar sind, aber möglicherweise bis zu 200 Euro pro Jahr noch zusätzlich. Auf der anderen Seite Einsparungsmöglichkeiten, die fast gegen Null gehen. Bei den technisch noch nicht ausgereiften Geräten kann es auch leicht zum Missbrauch kommen. Durch die in Österreich vorgesehene Fernabschaltfunktion können Hackerangriffe nicht ausgeschlossen werden. Es kann dazu führen, dass hier Haushalte plötzlich ohne Strom sind und Strom ist, wenn man so will, der Lebenssaft der Wirtschaft, der modernen Gesellschaft. Deutschland hat sich schon für Geräte entschieden, die nicht aus der Ferne abzuschalten sind. Dazu kommen die Bedenken, was die Privatsphäre jedes Einzelnen anbelangt. Wenn ein Spion wissen wollte, wie jemand lebt, dann hat er den Mistkübel umdrehen müssen und hat vielleicht draußen auf der Straße stehen müssen und schauen müssen, wann das Licht brennt und so weiter. Jetzt liefern wir diese Informationen direkt an eine zentrale Stelle. Theoretisch können die Bürger laut Gesetz das intelligente Messgerät zwar verweigern, aber es wird schon um die Interpretation des Gesetzes gestritten. Der Stromkunde hat jetzt so eine halbe Wahlmöglichkeit. Er darf sagen, er möchte dieses Gerät nicht haben. Gleichzeitig wird aber der Stromnetzbetreiber gezwungen, eine bestimmte Zahl von Geräten zu installieren. Das heißt, auf gut Deutsch, muss er entweder das Gesetz brechen und eben nicht ausreichend viel installieren, oder er muss den Wunsch des Kunden ignorieren und muss ihm irgendwelche Geschichten erzählen, warum er eben den Smart Meter doch installiert haben muss. Maximal 80% Smart Meter Installationen werden bis 2020 von der EU verlangt. Warum Österreich mit 95% Smart Meter Aufrüstung Vorreiter sein möchte, das ist die Frage. Österreich macht wieder einmal einen absoluten Murks. Man möchte etwas einführen, zwangsweise. Am Ende kommt ein Palawatsch auf gut Wienerisch heraus zum Schaden der Bürger, zum Schaden der Steuerzahler.
Die FPÖ hat am 18. März dazu einen Antrag im Parlament eingebracht. Vom zuständigen Wirtschaftsminister Mitterlehner wird erwartet, alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um zu einer Rücknahme der Smart-Meter-Einführung zu kommen. Dadurch soll es gelingen, kleine Haushalte mit einem geringeren Stromverbrauch vom verpflichtenden Smart-Meter-Einbau in Zukunft auszunehmen. Die Gratis-Zahnspange für alle Kinder bis 18 war der Wahlkampfschlager von SPÖ-Gesundheitsminister Alois Stöger. Von seinen großen Ankündigungen ist nicht viel geblieben. Nicht alle, sondern nur wenige Kinder sollen eine Gratis-Zahnspange bekommen. Dazu kommt, bei der Finanzierung sind längst nicht alle Fragen gelöst. Gratis-Zahnspangen für alle Jugendlichen bis 18. Das hat im Wahlkampf 2013 SPÖ-Minister Alois Stöger versprochen. 2014 klingt das völlig anders. Was im Parlament beschlossen wurde, ist nicht die Gratis-Zahnspange für alle, sondern alle Kinder, die es brauchen, nämlich jene, die Verformungen haben nach IUTN 4 und 5. Das heißt, ab 1. Juli 2015 soll es Gratis-Zahnspangen nur für Kinder mit ganz schweren Fehlstellungen geben, nicht für alle. Übrig geblieben ist also leider nicht mehr als ein Wahlkampf-Gag. Bekommen sollen sie nur Kinder mit sehr, sehr schwerer Fehlstellung. Da gab es bisher ja schon die Möglichkeit für Eltern, um einen Kostenbeitrag anzusuchen bei den Krankenkassen, der auch in den meisten Fällen genehmigt worden ist. Also das Ganze hat sich als Luftblase erwiesen. Über 80% aller Kinder sind davon überhaupt nicht erfasst. Das heißt, die ganz große Masse der Kinder, die eine Regulierung brauchen, haben nicht die ganz schweren Fehlstellungen, sondern haben leichtere Fehlstellungen, die sich natürlich auch gesundheitlich auswirken. Da werden die Eltern auch in Zukunft selbst bezahlen müssen. 80 Millionen Euro darf die Mini-Variante von Stögers ehemaligem Prestigeprojekt kosten. Wie viel allerdings eine Zahnspange pro Kind kosten darf, ist völlig offen. Sozialversicherungsträger und Zahnärztekammer müssen erst über die Tarife verhandeln. Bei der Zahnärztekammer ist man über die Vorgangsweise des Ministers empört. Also grundsätzlich wäre einmal die richtige Vorgangsweise gewesen, bevor man in der Presse und in der Öffentlichkeit groß ankündigt, dass irgendetwas gratis angeboten wird, sollte man einmal mit den Betroffenen sprechen. Es hat also niemand mit der Zahnärztekammer gesprochen, es hat niemand mit dem Hauptverband der Sozialversicherungsträger gesprochen. Wir alle haben das nur aus den Veröffentlichungen vom SPÖ-Pressedienst erfahren. Für Zahnarztleistungen, die von der Kasse bezahlt werden, gab es bisher immer Gesamtverträge mit der Kammer. Offensichtlich zweifelt der Minister selbst daran, dass der Tarifvertrag zustande kommt. Seine Hintertür, der Abschluss von Einzelverträgen. Das stelle ich mir rechtlich sehr schwer vor, weil so etwas gibt es in der Zahnheilkunde bis heute nicht. Wir haben in der Zahnheilkunde einen bundeseinheitlichen Vertrag, der zwischen dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger und der österreichischen Zahnärztekammer zu verhandeln, abzustimmen und zu beschließen ist. Es gibt also keine Einzelverträge mit Einzelgruppen von Zahnärzten. Das wäre etwas völlig Neues. Wie das gesetzlich geregelt werden sollte, ist völlig offen. Dennoch haben die Freiheitlichen dem Projekt im Parlament zugestimmt. Allerdings muss man auch dazu dem Ganzen zugute halten, dass natürlich auch wenig besser ist als gar nichts. Die große Kritik an dieser Diskussion, die wir Freiheitliche an diesem Projekt haben, ist die Durchführung. Es gibt keine Planung, wie viele Kinder in Wirklichkeit hier in den Genuss kommen sollen. Es gibt keine Finanzplanung, kein Mensch weiß, wie viel Geld dafür wirklich notwendig wäre, weil es keine Zahlen dazu gibt. Das heißt, das Ganze ist eine chaotische Geschichte. Überbleibt, dass es verunsicherte Eltern gibt, verunsicherte Kinder und Jugendliche, die nicht wissen, was sie machen sollen. Wir können einen Appell richten an die Eltern, an die Patienten, nicht zu warten mit notwendigen Maßnahmen, die der Gesundheit dienen und sich nicht darauf verlassen, was der Minister ihnen verspricht. Die Lücken im System werden vielen Eltern noch Zahnschmerzen bereiten. Die Bundesregierung signalisiert, dass parlamentarische Untersuchungsausschüsse bald ein Minderheitenrecht werden sollen. Das heißt, dass es keine Mehrheit mehr im Nationalrat braucht, um einen U-Ausschuss einzusetzen. Dieses und weitere aktuelle Top-Themen der Medien werden diese Woche von FPÖ-Generalsekretär Harald Wilimski kommentiert.
Nach einer Reform wollen SPÖ und ÖVP ihr langjähriges Versprechen umsetzen, Untersuchungsausschüsse im Parlament endlich zu einem Minderheitenrecht werden zu lassen. Ein rascher U-Ausschuss in Sachen Hypo Alpe Adria scheint dennoch in weiter Ferne. Besser heute als morgen, seit 2009 verspricht es diese Regierung. Ich glaube dieser Regierung nicht, denn sie wollen ihre Verantwortung aus diesem milliardenschweren Hypo-Desaster möglichst auf die lange Bank schieben, möglichst in der Öffentlichkeit verschleiern, dass es diese Regierung war, die diesen Megaschaden produziert hat. Wir bleiben da am Ball. Wir werden mit Anträgen den gehörigen Druck machen. Es muss ein U-Ausschuss in dieser Angelegenheit raschest her, um die Verantwortung auch öffentlich zu klären. Ich gehe davon aus, je mehr Unterschriften wir aus der Bevölkerung erhalten, diesen Druck zu machen, dass ein Untersuchungsausschuss stattfinden kann, desto mehr Druck wird die Regierung ihrerseits haben, Reformmaßnahmen einzuleiten und das versprochene Minderheitenrecht, seit 2009 versprochen, endlich auch in die Tat umzusetzen. Die aktuellen Arbeitslosenzahlen sind kräftig angestiegen. Besonders stark stieg die Arbeitslosigkeit bei Frauen, Älteren und Ausländern. Seit 26 Monaten steigen damit die Arbeitslosenzahlen kontinuierlich an. Das, was sich am österreichischen Arbeitsmarkt manifestiert, ist ein Desaster und müsste alle Alarmglocken eigentlich laut schrillen lassen. Und für mich unzweifelhaft die Folge eines Arbeitsmarktes in Europa, wo alle Grenzen offen sind, wo jeder, der nach Österreich kommen möchte, hier sein Glück auch suchen kann. Das verdrängt die Österreicher vom Arbeitsmarkt, das verdrängt aber auch jene Zuwanderer, die sich bereits etabliert haben aus ihren Arbeitsfunktionen und damit unter dem Strich eine gigantische Arbeitslosenrate. Und da müssen wir uns schleunigst was einfallen lassen. Für mich kann die Lösung nur sein, dass Österreicher am österreichischen Arbeitsmarkt volle Priorität erhalten. ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin tritt für die Ehe homosexueller Paare ein. Zustimmung dafür erhält sie von ihrer Parteikollegin Innenministerin Mikl Leitner und der Frauenministerin Heinisch Hossek von der SPÖ. Die Standesämter sollen demnach für Verpartnerungen gleichgeschlechtlicher Paare geöffnet und eine Gleichstellung zur Ehe zwischen Mann und Frau vorangetrieben werden. Homo-Ehe kommt für uns Freiheitliche nicht in Betracht, und zwar aus einem einzigen Grund. Die Partnerschaft zwischen Mann und Frau hat ein Ziel, jetzt aus einer staatspolitischen Sichtweise heraus, nämlich Leben zu schenken. Und wir alle sind in unserem Sozialsystem, in unserem Pensionssystem abhängig davon, dass Kinder in ausreichender Zahl auf die Welt kommen und auch dieses Österreich in der Zukunft positiv gestalten können. Und daher soll die klassische Ehe zwischen Mann und Frau auch eine besondere Stellung haben in unserem Rechtswesen, und da bleiben wir auf Kurs und lassen uns nicht beirren davon, dass auch international immer mehr die Homo-Ehe mit einer klassischen Mann-Frau-Partnerschaft gleichgesetzt wird. Für uns kommt das nicht in Frage. Die Geschichte des kleinen Julian aus dem niederösterreichischen Hirtenberg berührt. Der Neunjährige sitzt aufgrund einer vor 2 Jahren plötzlich aufgetretenen Nervenkrankheit im Rollstuhl und kann auch nicht mehr sprechen. Im Rahmen einer Benefizveranstaltung überreichten Abgeordnete der FPÖ in Vertretung von Obmann H.C. Strache einen Scheck als Unterstützung für Hilfsmittel und Therapien. Und zwar 500 Euro vom Freiheitlichen Parlamentsclub. Darf Ihnen ebenfalls viel, viel Kraft wünschen, vor allem dem kleinen Julian alles Gute wünschen. Und vielleicht eines noch am Rande erwähnt, wir haben ja auch einen dritten Nationalratspräsidenten, der schwer gehbehindert ist, auch ein Mensch mit besonderen Bedürfnissen. Das liegt uns enorm viel am Herz. Und wie gesagt, viel Kraft der Familie Nette und dem kleinen Julian. Ich darf Ihnen hiermit mit dem Kollegen Hafenecker 500 Euro vom Freiheitlichen Parlamentsclub überreichen. Wir wünschen dem kleinen Julian alles Gute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sind ab kommenden Donnerstag pünktlich ab 11 Uhr wieder mit einem neuen FPÖ-TV-Magazin online. Bis dann, auf Wiedersehen.